Liebe Eisenbahnerinnen und Eisenbahner bei der Citybahn, die GDL-Mitglieder, die in den letzten Wochen bei unseren Streikmaßnahmen hervorragende Solidarität gezeigt haben, sollen gezielt durch den Geschäftsführer Friedbert Straube verunsichert werden. Nicht nur, dass er Unwahrheiten in die Welt setzt, zum wiederholten Male, sondern er beginnt auch, mit Einzelbehandlungen zu versuchen, unsere Mitgliedschaft zu spalten. Der Aufruf des Geschäftsführers sollte von euch ignoriert werden. Herr Straube versucht in einzelnen Gesprächen mit einem Informationsstand, den er erfindet und den nur er haben kann, weil Erfindungen kann nur er besitzen, die Menschen zu täuschen. Unsere Mitglieder lassen sich nicht täuschen. Ignoriert die Aufforderungen zu Einzelgesprächen oder auch zu Gruppengesprächen, bleibt beisammen und geht mit uns durch die nächsten Arbeitskampfmaßnahmen. Die zweite Unwahrheit, die Herr Straube verbreitet, dass wir unser Verhalten geändert haben in Bezug auf Schülerverkehre, die will ich auch klarstellen, damit wir von Beginn an solchen Märchen den Nährboden entziehen. Die GDL hat die letzte Streikmaßnahme am heutigen Tage so gestaltet, dass der Schülerverkehr nicht beeinträchtigt wird. Das heißt aber nicht, dass wir ihn zukünftig nicht mehr beeinträchtigen. Wir haben der Citybahn Gelegenheit gegeben, nach ihrer Entgleisung, nämlich einer Aussperrung über das gesamte Pfingstwochenende, nachzudenken. Auch hier versucht Herr Straube in der Öffentlichkeit ein Bild zu erzeugen, als ob er die GDL erzieht. Das tut er nicht. Er ist nicht unser Erziehungsberechtigter, sondern er scheint von gestern zu sein. Denn die Methodik, dass ein Geschäftsführer seine Mitarbeiter einzeln bearbeitet und ihnen womöglich höhere Einkommen verspricht, als im Tarif verankert sind, die stammt aus der Steinzeit. Und der Geschäftsführer ist offensichtlich nie im Jahr 2024 angekommen. Und offensichtlich will er auch weiterhin der Öffentlichkeit weismachen, dass im Ergebnis sein Handeln gerechtfertigt ist. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, dass bei der Citybahn Steuergelder verschwendet werden. Die Öffentlichkeit muss das wissen. Die Menschen, die keine Schülerverkehre haben, die nicht zur Arbeit kommen, weil wir die Eisenbahn im Chemnitzer Raum bestreiken, die müssen wissen, was Ursache und Wirkung ist. Ursache ist eine halsstarrige Geschäftsführung plus eine Eigentümerstruktur, die in der öffentlichen Hand liegt. Also politische Mandatsträger sind die Verantwortlichen dafür, dass die Auseinandersetzung weiter eskaliert. Und sie wird weiter eskalieren. Darüber hinaus versucht Herr Straube derzeit gerichtlich gegen uns vorzugehen. Er hat uns eine Notdienstvereinbarung vorgelegt, in der faktisch ein Planverkehr verankert ist. Teile des Betriebes will er einfach aufrechterhalten. Das wird auch nicht erfolgreich sein. Und das Vorgaukeln, dass wir jetzt die Schülerverkehre gewährleisten, weil er das so möchte, wird nicht funktionieren. Letzte Anmerkung. Ich bin als Bundesvorsitzender, als einer der beteiligten Streitparteien, auf den Geschäftsführer Straube zugegangen. Ich habe ihn gestern gebeten, in einem Telefonat zu versuchen, wieder an den Verhandlungstisch zu kommen. Das Telefonat war nach meiner Einschätzung erfolglos und dient nur der Tatsache, Zeit zu gewinnen, um weitere Unwahrheiten in die Welt zu setzen. Ich habe ihm klar gemacht, dass wir ein Schreiben erwarten, dass er zu Verhandlungen einlädt, auch über die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Herr Straube versucht, in dem Gespräch aber etwas anderes zu erzeugen und im Endergebnis aus den im Markt bestehenden Regelungen auszubrechen. Auch das wird ihm nicht zugestanden. Er hat eine Bandbreite zur Wochenarbeitszeitabsenkung heute vom 01.01.25 an mit einer halben Stunde beginnend bis zum 01.01.29. Er hat eigentlich die größte Bandbreite von allen Beteiligten. Er nutzt sie nicht, weil er nicht will. Weil er beweisen will, dass die Citybahn Chemnitz das einzige Unternehmen ist, das eine andere Arbeitszeittreppe hat. Und er versucht hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu benutzen, um im gesamten Eisenbahnverkehrsmarkt nochmal eine neue Arbeitszeitabsenkungstreppe in die Welt zu setzen. Das wird es mit der GDL nicht geben. Das gibt es mit euch nicht, die ihr solidarisch zusammenstehen. Und das gibt es mit der GDL und dem Bundesvorsitzenden Weselski nicht. Das muss ihm klar sein. Das müssen wir auch in der Öffentlichkeit ganz deutlich machen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, weiter Steuergelder zu verheizen, um ein abweichendes Modell zu fahren. Die Citybahn Chemnitz ist vergleichbar mit der AVG, ist vergleichbar mit der Regionaltram in Kassel
ist vergleichbar mit Unternehmen, die in kommunaler Hand sind, wie zum Beispiel die Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft oder auch die Hessische Landesbahn. Wir sind überall in den Tochterunternehmen, die Arbeitszeitabsenkung vorgenommen wurden, und deswegen sind wir ganz zuversichtlich, dass das auch mit eurer Unterstützung und eurer Solidarität in der Citybahn Chemnitz erfolgreich zu Ende gebracht wird. Schuldzuweisung an der Stelle eindeutig. Geschäftsführer Straube ist nicht bereit zu verhandeln und reden hilft schon lange nicht mehr. Das kann ich belegen und beweisen, alleine aus unserem gestrigen Telefonat, wo er stur und starr immer wieder davon ausgeht, er braucht eine andere Regelung zur Arbeitszeitabsenkung. Nicht, weil es zwingend erforderlich ist, nicht, weil es nie finanziert werden kann, sondern weil Herr Straube meint, dass er derjenige ist, der den Eisenbahnverkehrsmarkt insgesamt nochmal verändern kann. Dass das mit uns, mit euch nicht geht, dafür stehen wir, und deswegen werden wir uns in den nächsten Tagen auch an weiteren Arbeitskampfaktionen bewegen, und wir werden uns auch wiedersehen, weil niemand soll behaupten, dass der Bundesvorsitzende irgendwo ein Feuer anzündet und sich dann nicht mehr sehen lässt. Auf ein neues, wir stehen gemeinsam und wir lassen uns nicht auseinanderdividieren.